geil. Oh. Heute bin ich bei Firma Klaassen. Es geht hier um alle Punkte, die ich immer schon in meinem Leben hatte. Luxus, Sportwagen. Und hier setzen sie noch einen drauf. Die Autos sind auch schusssicher und bombensicher. Lass uns das gemeinsam anschauen. Moin. Hi. Hamid Mossadegh. Samuel. Grüß dich, Samuel. Ich habe gehört, du hast spektakuläre Autos, das bin ich ja gewohnt, aber ja. Du setzt jetzt noch mal einen drauf. Genau, einzigartig, ne? Haben wir etwas genau, hier. Genau. Also von vorne sehe ich jetzt erstmal Range Rover. Erzähl mal, was ist das für ein Auto? Hier haben wir den Range Rover, okay. One Wheel Base. Okay. Und dann einmal verlängert und gepanzert. Wahnsinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sieben, würde ich mal jetzt so sagen. Das sind gefühlt circa drei Smart. Wenn drei Smart sich hier daneben stellen, und das ist ja Wahnsinn, oder? Kann man hinpacken. Unglaublich. Und wenn er das hier alles so anpackt, das ist richtig. Wie macht ihr das? Füllt ihr das von innen oder ist das ein Außenhaut? Die Panzerung wird von innen gemacht. Das heißt, das Ziel ist, immer das Fahrzeug von außen original wirken zu lassen. Mhm. Wenn du hier einmal diese Linie anschaust, das heißt, das ist der verlängerte Teil. Das ist diese 1 Meter Verlängerung. Und hier haben wir das mit der vorderen Tür und hinteren Tür einmal verbunden, dass man den Originalstreifen einmal drin haben, dass man von außen das original wirken lässt, als würde es von der Fabrik so gekommen sein. Verstehe. Weil es ist verdammt schwer, eine aalglatte Lackierung hinzubekommen, keinerlei Schnitte zu sehen und auch hier, dass alles original ist und so weiter. Und ich muss sagen, Schwarz ist hier auch eine sehr undankbare Farbe. Okay, du siehst hier alles bei Schwarz und das ist schon, das ist super gemacht. Die Räder, da kannst du ja auch aufschießen, oder? Genau. Oder sind das normale Räder? Bei solchen Autos darf man keine normalen Räder draufbauen. Das sind speziell entwickelte Felgen, okay. Die das Gewicht auch tragen können. Ja. Und die haben innen noch einen Notlaufring. Das heißt, wenn es eine Explosion gab oder auf die Reifen wurden beschossen, um von der Gefahrenstelle wegzukommen, ist dafür der Gummi-Notlaufring, der drin ist. Damit kann man 80 Kilometer weit dann fahren. Okay. Wahnsinn. Darf ich mal einmal die Tür aufmachen? Natürlich. Denn das ist ja mein Panzer gesteuert. Wahnsinn, wie schwer das ist. Das ist ja unglaublich. Wie viel wiegt so eine Tür? Also die Scheibe alleine liegt ungefähr bei 50, 60 Kilo. Dann kommt die Panzerung, also kann man fast von 150 Kilo pro Tür ausgehen. Und deswegen werden die ganzen Türscharnieren und das alles wird verstärkt, damit so eine Tür aufgehen kann und dann auch das Gewicht hält. Also ich würde mal sagen, Basis liegt ja ungefähr bei 160. Genau. So 160.000 Euro. Ungefähr da. Und jetzt? Jetzt verlängert, gepanzert und nach allen Umbauten liegen wir bei 1,2 Millionen. Das heißt, da ist mal so eine Million mal so ganz normal dazugekommen. Ganz normal nicht, aber... Ja. Wie lange habt ihr für die Produktion gebraucht? Also Lieferzeit, um sowas zu bauen, liegen wir momentan ungefähr bei 8-9 Monaten. 8-9 Monate. Es kommt immer darauf an, was für Extrawünsche gewünscht sind. Wir hatten mal einen Kunden, der hat einen verlängerten Range Rover gepanzert bestellt mit der Heckklappe, damit die zur Seite ausklappt. Mhm. Das hat die Produktion dann nochmal um 2 Monate verlängert. Wer kauft sich so ein Auto? Also so ein Fahrzeug oder das Fahrzeug jetzt haben wir jetzt für den Präsidenten nach Afrika gebaut. Wahnsinn, okay. Wen darfst du nicht sagen? Das ist ein Geheimnis. Wie macht ihr das garantietechnisch, wenn das Auto jetzt in Afrika gefahren wird und da ist irgendwas?
Wenn damit was passiert, schicken wir unsere Techniker raus. Wir sind schon nach China, nach Russland, nach Mongolei hingeflogen, auch nach Kambodscha. Einmal in Asien, die andere Seite von der Weltkugel. Da sind wir auch hingeflogen, um den Service den Kunden zu bieten. Weil das ist wichtig, wo wir auch immer sagen, das erste Auto wird über Marketing verkauft, das zweite über Service. Absolut. Ich sehe vorne so spezielle Lampen. Die sehen interessant aus. Nicht, mach mal an. Die mache ich mal an, dann siehst du mal, was der kann. Das ist ja geil. Geil. Das ist ja geil. Sollen wir uns da mal reinsetzen? Natürlich. Super. So, die Frage, was ich mir jetzt hier stelle, ist, ihr müsst ja alles hier geändert haben. Kabelbaum, es muss ja alles geändert werden, oder? Genau, also was man sich vorstellen kann, unter alles wird alles geändert, modifiziert, verlängert. So kurz, um die Komplikation oder die Schwierigkeit zu erklären, zum Beispiel so eine Verlängerung, weil in so einem Fahrzeug kannst du nicht Kabel aufschneiden, Meter dazu packen. Nein. Und dann funktioniert das. Ja. Also hier wird wirklich mit den neuesten Technologien rangegangen. Das heißt, ein Kabel, der verlängert werden soll, der wird abgescannt, um zu schauen, welche Signale fließen dadurch. Dann werden die Signale kopiert, dann wird das Kabel verlängert und dann wird dem neuen Kabel beigebracht, welche Signale musst du weiterleiten. Also, das ist ja alles Bustechnik, oder? Genau. Das ist alles Bustechnik. Bustechnik kannst du nicht einfach so verlängern. Ne, das ist aber so. Dann zeig mir noch mal die Funktion. Genau, die Scheibe, die in der Trennwand drin ist. Das heißt, jetzt siehst du, die ist so milchig. Ja, genau. Das heißt, auf Knopfdruck wird sie durchsichtig. Das heißt, man kann nach vorne schauen. Das ist ja geil. Es ist so, es ist Frost, ne? Es ist Eis, oder? Das ist nicht Eis, das ist die Glasscheibe und das sind Stromdioden, die drin sind und auf Knopfdruck, dass die sich bewegen oder verstellen, dass man dann so eine klare Durchsicht hat. Was kostet nur diese Scheibe? Nur diese Scheibe für diese Trennwand speziell entwickelt, kostet 25.000. 25.000 Euro für eine Scheibe? Für eine Scheibe. Wahnsinn, für 25.000 Euro kriegst du ein schönes Auto. Und jetzt kommt natürlich... Der fährt so 20, 30 km/h maximal und dann steht der Präsident auf und guckt hier raus. Ne? Gibt's eigentlich auch, es gibt ja auch kleinere Präsidenten. Gibt es da so einen Tritt, wo er ein bisschen höher gucken kann? Also das ist die Sache, wo wir die Autos bauen. Als wir an dem ersten Auto dran waren, um sie zu bauen, war die Frage sozusagen, wurde uns die Größe gegeben. Aber um das halt optisch zu testen, wurde von der Größe vom Präsidenten eine Puppe gebaut. Ach so, geil. Extra angefertigt, damit wir das, die dann reinstellen, um aus den verschiedenen Perspektiven zu gucken. Nicht, dass das dann zu klein ist und er wird vom Volk nicht gesehen. Also auf diese ganzen Sachen müssen wir natürlich auch achten. Ja, Schiebedach habt ihr natürlich auch kugelsicher gemacht. Ne? Das ist ja kein Glasschiebedach, das ist Stahl. Na, lass es fahren. Let's go. Okay. Ja, Samuel, also ich muss sagen, man hört nichts. Du spürst auch hier hinten, wenn du sitzt, spürst du, wie schwer das Auto ist. Genau. Also es ist Wahnsinn. Normalerweise merkst du es ja, wenn du fährst, spürst du es ja, wie schwer ein Auto ist, wie er vom Fleck kommt. Aber hier ist es so, auch hier hinten spürst du geballte Power, Ruhe. Du hörst nichts von außen. Ist ja auch normal bei diesen Scheiben hier. Von außen. Ja, und wenn du gar keinen Bock mehr hast, machst du das hier einfach. Oh, warte. Alleine der Motor, um eine 60-Kilo-Scheibe hoch und runter zu fahren, ne? Das ist schon heftig. Ja. Schnellstraße. Und jetzt beschleunigen wir. Jetzt beschleunigen wir mal, ja. Jetzt können wir mal die Außenwelt als Präsidenten besichtigen. Ja, das ist was ich auch immer sage, also wirklich in einem gepanzerten Fahrzeug, wenn du durchs Fenster schaust, hast du wirklich so ein Gefühl ein bisschen, als würden das Bildschirme sein. Das heißt, weil man hört so wenig von außen, also man ist so isoliert durch die Panzerung, durch die Schrauben, als würden da Bildschirme eingebaut sein, dass irgendein Bild sozusagen vorbeiläuft. Ich meine, der fährt jetzt so circa 100, 110.
ohne Probleme, obwohl das Auto circa 3 Tonnen mehr wiegt als normal. Ja, jetzt sind wir knapp über 5 Tonnen. Und das ist halt, du hörst hier nichts. Du hörst hier nichts, gar nichts. Was wir hier noch mal hinten haben, wenn wir einmal nach hinten durchschauen, sind zwar jetzt die Gardinen, aber wenn wir die zur Seite klappen, das ist eine Scheibe, die nach innen aufgemacht hat. Das heißt, das wäre dann auch so ein Notausstieg. Ach so, okay. Nach hinten. Und hier haben wir Gardinen, dort sind die Sauerstoffmasken drin. Ach so. Das heißt, es gibt einmal die gegen den Gasangriff. Ja. Das System, das hier verbaut ist, damit das Sauerstoff gepumpt wird. Und dann gibt es noch zusätzlich Masken, 4 Stück, falls hier 4 Leute dann fahren, dass die dann direkt mit Sauerstoff dann hier die Maske aufziehen können. Sehr cool. Also gibt es irgendwas, was du über dieses Auto nicht weißt? Du weißt ja alles. Das ist meine Aufgabe. Ansonsten finde ich, ehrlich gesagt, das ist schon geil. Und vor allem, was die Leute draußen jetzt denken, ne? Ja, in so einem Auto kann man schon Präsident sein. Wir gehen dahin, wo normalerweise keiner rein darf. Wieder darf keiner rein. Wird keiner reingelassen. Nein. Geheime Entwicklungen. Da bin ich mal gespannt. Ach, guck mal hier, schön. Zutritt für Unbefugte verboten. Du no darfst entry. Aber. Das ist eine Riesenehre. So, hier haben wir eine Kleinigkeit für dich vorbereiten. Heute darfst du mal eine gepanzerte Scheibe prüfen, um zu schauen, was mit einer gepanzerten Scheibe passiert, wenn man draufhaut. Das ist ja geil. Guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die Scheibe, die im Range Rover eingebaut ist? Ja. Da darfst du mal draufhauen, zum Schauen. Was ist das denn hier alles? Das sind Autos, die auf die Auslieferung warten. Geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Bist du dir sicher? Was kostet so ein Teil? Also, Prototyp liegt ungefähr bei 2.500. Und ich darf jetzt hier 2.500 Euro kaputt machen? Darfst du versuchen. Schauen wir mal gleich, was passiert. Das ist ein Nothammer? Ja. Mit der richtigen Seite. Ja, klar, hier. Ist das dein Ernst? Ja. Ich darf hier eine Scheibe kaputt machen für 2.500 Euro. Jetzt hau mal drauf. Zeig, ich, was ich mache erstmal. Alter, da wird nichts passieren, ne? Hau drauf. Da, ein bisschen nur abgekappert. Alter Schwede. Kann man Straßenmusikant werden. Wahnsinn, es ist ja minimal. Das ist auch nur die Folie irgendwie, ne? Ja, das ist nur die Oberfolie, die das eigentlich zusammenhält. Das heißt, zu den anderen Glasschichten kommst du gar nicht durch. Nein, das ist ja heftig. Das sind die Testmaterialien 50x50, die dann zum Beschussamt geschickt werden, die dann beschossen werden. Ach so, und dann kriegt ihr spezielle Zertifikate für. Genau, für das Material. Das heißt, dann werden 3 von diesen Musterstücken eingeschickt. Das heißt, es wird 9-mal drauf geschossen. Ja. Alle 3 müssen bestehen. Das heißt, es darf keinen Durchschuss geben. Nur dann kriegst du ein Zertifikat, Bestätigung für das Material, dass es geeignet ist oder dass es bestanden hat. Was kostet so ein Zertifikat? Also TÜV kostet ja um die 100 Euro. Ja. Und was kostet so ein Zertifikat? So ein Glaszertifikat liegen wir ungefähr bei 3.000, 4.000. Das heißt, mit den Patronen, das heißt... 3.000 Euro nur für Testen. Und das dann kommt Testen, noch mal, das heißt, genau, da kommt noch der Musterpreis dazu. Also Musterpreis, 3 Stück musst du hinschicken, ja. Da liegen wir bei 7.500 Euro und dann 3.000, also 10.500 Euro für ein Zertifikat. Genau. Ja, dementsprechend kostet das also auch, ne? Genau. Und das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. 30 Zoll Felgen. Alter Schwede. Du bist doch unser Autokenner. Was ist das denn? Und der Sternenhimmel liegt bei 15.000 Euro. Dafür habe ich doch mal eine Fenster. Da kann ich original, also die echten Sterne sehen. Aber ne? Die hast du nicht so nah dran. Dass wir die näher dran haben, musst du bezahlen.